Natur hat dran gelitten, Natur leidet dran, Menschen sowie Tiere haben dran gelitten und leiden dran. Das heißt, alle Lebewesen auf dieser Erde leiden in dem Moment von diesem Brand. Bismillahirrahmanirrahim. Wir haben fast Ende 2022. Genau letztes Jahr gab es ja diesen schweren Brand in Manavgat in Türkei. Wir waren mehrfach da und haben dort sehr viele Projekte durchgeführt, unter anderem wie Nothilfe, Verteilung von Feuerlöschern etc. Unter anderem wurden die Feuerlöscher beim Verteilung sofort gebraucht. Unsere Teammitglieder haben vor Ort sind mit Feuerlöschern raus, um das den Menschen zu geben. Auf einmal mussten die Feuerlöscher nehmen, um Feuer zu löschen, weil in dem Moment Brand gab es wieder in der Nähe von einem Haus. Wir haben Nothilfe geleistet, wie zum Beispiel Lebensmittelpakete. Wir haben sehr viele Wohnungen renoviert und haben diese Projekte über mehrere Monate begleitet, bis es abgeschlossen war. Aktuell werden wir auch mehrere hunderte Bäume pflanzen. Und wenn ich mich nicht irre, mehrere tausend Fußballfelder, große Stellen, waren von dem Brand betroffen. Das heißt, Natur hat dran gelitten, Natur leidet dran, Menschen sowie Tiere haben dran gelitten und leiden dran. Das heißt, alle Lebewesen auf dieser Erde leiden in dem Moment von diesem Brand. Egal, ob es Menschen gemacht haben oder von selbst, was von selbst kaum passieren kann. Das ist eine Naturkatastrophe, was gar nicht passieren darf. Und man muss daraus lernen, sowas darf nie wieder geschehen, ganz egal wo auf der Erde. Man schadet Menschen, Natur und die Tiere. Wir haben dort sehr viel weinende Menschen gesehen. Wir haben ältere Leute gesehen, die ihre Sorgen erzählt haben, wo wir gesagt haben, wisst ihr was? Natürlich haben wir einen Fachmann gehabt, Architekt, Bauarbeiter, Bauherr, der uns sofort sagen konnte, das wird ungefähr in diese Richtung die Renovierung kosten, haben wir sofort ermittelt, innerhalb einer halben Stunde, ungefähre Kosten. Und wo wir vielleicht zu diesen älteren Leuten gesagt haben, wisst ihr was, wir haben Spendengelder, was wir dafür einsetzen können, dementsprechend renovieren wir eure Wohnung. Und dann gab es Weinen auf beide Seiten, wo Menschen super glücklich waren, wo wir dieses Glück euch auch gezeigt haben, aber auch immer wieder gerne zeigen. Denn Bilder sprechen für sich und das sind Momente, die man nie vergessen wird, wirklich, auch in 30 Jahren. Du hast gespendet und du hast gearbeitet und wir waren die Brücke, haben diese Spende rübergebracht und konnten diese Menschen glücklich machen. Auch da hat man gesehen, wie die Menschen zusammenhalten, wie die sich gegenseitig unterstützen, wie die spenden. Aber lasst uns nicht warten, bis solche Naturkatastrophen oder Katastrophen, auch wenn es menschlich gemacht worden ist, lasst uns nicht warten, bis sowas passiert, dass wir dann erst zusammenhalten. Lasst uns vorher versuchen, viel mehr gute Taten zu verrichten. Gott sagt bei uns Muslimen im Koran, und wetteifert mit guten Taten. Das heißt, beeilt euch, versucht mehr gute Taten zu machen als die anderen. Und das ist halt mein Ziel. Ich versuche so viele gute Taten wie möglich durchzuführen, solange ich noch atmen kann, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Denn es kann mich eine Krankheit erwischen, wo ich dann gelähmt bin, ein kleiner Herzinfarkt oder ähnliches, wo ich dann die Möglichkeit vielleicht nicht mehr dazu habe. Also, solange ich die Möglichkeit dazu habe, ich warte nicht auf Naturkatastrophen, ich handle jetzt und sofort und nicht morgen oder nächstes Jahr. Denn ich werde vielleicht diesen Morgen oder nächstes Jahr gar nicht erreichen. Also, dank eurer Unterstützung konnten wir in der Türkei letztes Jahr sehr viele Menschen glücklich machen und Freude ins Gesicht dieser Menschen erzeugen. Und wir waren immer wieder vor Ort,
haben immer wieder die Projekte begleitet, weil das waren größere Projekte. Unterstützen uns bitte weiter bei unseren Vorhaben. Lass uns jetzt und sofort die Welt in einen besseren verändern. Vielen lieben Dank.